So, Leute, wir haben ein Problem. Meine Frau ist in einen Nagel gefahren. Ich zeige euch das mal. Und ich zeige euch in dem Video auch, wie wir das Problem lösen. Da ist er, der Nagel. Noah, lass mal erstmal gucken, dass wir hier was drunter bauen. Und das Auto, weil ich will den Druck rauslassen. Wir tun da nämlich so einen kleinen, sieht aus wie so ein Katzenleckerli, reinstecken. Ja. Und dann ist der Reifen wieder wie neu. Das passt überhaupt nicht. Ja, das passt auf jeden Fall nicht. Noah, dann lass uns das einfach so probieren, ja? Okay, ja. Wir machen es jetzt ohne Wagenheber. Funktioniert cool. Bestimmt auch. Das hier sind die Katzenleckerlis. Ich verlinke das mal in der Videobeschreibung. Ich habe das irgendwann mal, als ich ein kleiner Junge war und ein Praktikum gemacht habe bei einem Kfz-Mechaniker, gesehen, dass das so funktioniert. Habe mir das bei Amazon bestellt. Hi. Und jetzt probiere ich das zum ersten Mal in meinem Leben aus. Was heißt ausprobieren? Das wird funktionieren. Als erstes holen wir den mal raus. Ich hoffe, das explodiert dann nicht hier alles. Weil sonst haben wir ein kleines Problem. Hört ihr das? Oh, warte mal, ich bereite das erstmal vor. Jo, nicht das. Genau. Wir jetzt alles kaputt machen. Als erstes müssen wir den Nagel rausziehen, dann gehen wir hier mit so einer Spirale da rein und machen das sauber. Weil wenn da noch irgendwelche Fremdkörper drin sind, dann wird es wahrscheinlich nicht dicht werden. Dann nehmen wir uns hier einen, wie nennt man das? Wie beim Nähen. So ein Ding, nenne ich das jetzt mal einfach. Nadel. Ja, wie so eine Nadel, jo. Aber bei einer Nadel wäre das ja vorne. Mhm. Eine umgedrehte Nadel. Da tun wir dieses Katzenfutter rein und dann drücken wir das in den Reifen, drehen das einmal und ziehen das raus. Dann sollte das normal da drin sein. Oder ist eine Schraube, ist gar keine Nadel. Oh, kann man einfach rausdrehen. Ist ja lustig. So. Ja. So, guck mal, jetzt nehmen wir das hier. Jetzt mit dem, das ist ja kein Spiralbohrer, mit dieser Spirale da rein. So, jetzt sieht man, ist das ein bisschen größer. Ich mach das nochmal. Man auch. Ja. So, Noah, kannst du da festhalten? Ja. Ja? Halt mal den Daumen drauf. So, jetzt tue ich das Katzenfutter einspannen hier. Zack, so. Geht, Noah? Ja. Dann lass mal los. Jetzt halt die mal wieder. Und jetzt tun wir die da rein. Boah, Junge, Junge. Boah, so. Boah. Einmal so. Drehen. Und rausziehen. Boah, so. Das Ding da drin. Cool, nur, oder? Und damit jetzt? Das schneiden wir jetzt ab. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich glaube, man darf das nur bei Autos nicht machen, also bei Reifen nicht machen, wo eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 240 km/h erlaubt ist. Da darf man es nicht machen bei den Reifen. Bei allen anderen kann man das machen und wird auch so in der Werkstatt gemacht. Jetzt schneiden wir das ab. Da ist auch noch so ein Ding dran und da hat die Mama wieder ihr Auto. Dann tun wir den Reifen wieder aufpumpen und dann war es das. So schnell. Ja. Ja, noch schneller als ein Fahrradreifen. Fahrradreifen haben wir gestern gemacht, ne? Ja. Jo, also gut. Dieses Messer hier ist auf jeden Fall der letzte Rotz. Was ist das denn? Haben die das da falsch? Ach so. Okay, jetzt. Jetzt wird ein Schuh draus. So, perfekt. Jetzt pumpen wir den nur noch auf. Nullen den, weil das Auto hat uns rausgeschrieben, Reifenpanne, Stopp, dann gar nichts mehr. Und dann kann die Mama wieder Auto fahren. Nur haben wir Glück oder nicht? Was denkst du? Wobei. Alex, warte mal.
Alex, was ist los? Nix. Nee? Du hast das jetzt gar nicht gesehen, ne? Nee. Wir haben Mamas Reifen geflickt, guck mal. Wir haben Katzenfutter genommen von den Katzen und haben das hier in den Reifen gesteckt. Guck da. Cool? Nein, nein, das war nur ein Spaß. Das haben wir nicht gemacht. Das sind extra so Gummidinger dafür. Das ist kein Katzenfutter. Noah, ja. Kannst du das wieder so hier reinräumen, wie das war? Kriegst du das hin? Ja. Ja, ne? Räumen wir das mal wieder so weg. Da ist ein Kompressor, der da läuft. Kannst du die Kamera mal ganz kurz halten? Achso, bist du noch nicht fertig? Egal. Kannst du da Platz machen? Ja. Dankeschön. Natürlich. Du hast das super gemacht, aber kann der Noah filmen kurz? Ja. Ja, okay. Hier. Guck mal, Alex, für dich auch. Damit pumpt man die Reifen auf. Da ist ein Ventil drin. Zack, so. Und wir machen das jetzt auf. Geh mal aus dem Bild schließen. Ja. Wir machen das jetzt auf 2, nee, auf 2,1 Bar. Deckelchen habe ich im Portemonnaie. Reifen ist hart. Hatte ich den nur nicht angefasst. Der ist schwarz, ne? Warum ist das Auto an? Das Auto? Ja. Das ist aufgegangen, weil ich den Schlüssel in der Hose habe. Deswegen ist das aufgegangen. Was ist denn daran so witzig? Wer hat dir erlaubt zu lachen? Oh, Kamera ist ausgegangen. Nee, die ist immer noch an. Das ist nur der Bildschirm da hinten, der ist schwarz geworden. Die Kamera ist aber immer noch an. Perfekt, danke dir, mein Engel. Die 5. Erste Sahne. So, Leute, jetzt wisst ihr auch, wie ihr einen Reifen flickt, wenn das natürlich an der richtigen Stelle vom Reifen ist. Ich glaube, von der Seite oder so. Wenn einem da mutwillig einer ein Nagel reingehauen hat, dann geht das natürlich nicht. Behandelt einfach die Leute gut, dann passiert sowas auch nicht. Aber ihr seht, das ist halt easy. Das ist kein Ding, wofür man in die Werkstatt fahren braucht. Weil wenn ich das hinkriege, dann schafft ihr das auch. Das war's mit dem Video. Peace, Leute, bis dann, macht's gut und seid fleißig. Jo, klappt nur. Ja, ja. Ja, da hast du zwar was vergessen, aber das legen wir einfach daneben. Nee, hier, guck mal, mach das mal. Das kriegst du auch noch irgendwie da rein. Am besten. Ja, krieg das mal hin. Mach das mal. Das schaffst du. Ich räume das wieder weg. Du gibst das den Katzen. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Das kommt in die Mülltonne.